Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zur Quarzsuche 2020 in Subnautica. Ja, das war schön jetzt, oder? Ich finde schon. Eine schöne Anmoderation. Ich brauche Quarz. Gib mir Quarz, gib mir Quarz, gib mir Quarz, gib mir Quarz. Ich brauche Glas aus Quarz. Also gib mir Quarz. Ja, ich schätze mal, in Höhlen sollte ich rein, ne? Ich bin so doof, ich schwimme irgendwo rum. In Höhlen sollte ich rein. Das ist keine Höhle. Ich habe halt immer Angst, dass da irgendwas gleich mal scheppert bei mir, ne? Das dürfte ein Titanium-Dings sein. Da ist wieder ein Monster-Ei. Kann ich das zerstören eigentlich? Tatsächlich. Okay. Okay. Kalkstein. Jetzt habe ich keinen Platz mehr, ne? Ich trottel. Richtig. Ich soll doch mal... Nein, brauche ich noch nicht essen. Ist ja wurscht, ich schwimme mal da durch, so. Wer weiß, ob ich auch was finde, außer Säurepilz. Was ist denn das, bitte? Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Hallo. Meine Luft geht langsam zu Ende. Aber hier ist nichts Quarz. Nix Quatsch. So. Nochmal Luft holen. Sehr gut. Wo ist die Aurora? Da und da drüben ist unser Zuhause. Okay. Okay. Na gut, ich bin ja wieder voll wie ein Christbaum. Da unten wäre noch ein... Was hätten wir da? Metallschrott, ne? Ja, ja. Aber hier haben meine Äuglein eine wunderschöne Höhle entdeckt. Die aber auch kein Quarz hat für uns. Bitte alles, was explodiert, weg. Ich glaube, wenn man hier mal war, wird nichts mehr sein, denke ich, ne? Sonst würde es ja keinen Sinn machen, andere Gebiete zu erkunden, oder? Da habe ich dann ja wohl Pech gehabt. Hallo! Geh weg. Was ist das? Seegleiter brauche ich nicht. Okay. Gut, dann war es das. Na, würdest du? Danke. Könnte ich hier vielleicht noch schauen? Ah, das ist echt schwierig. Hier vielleicht noch was Brauchbares. Da ist leer. Ich brauche Luft jetzt dann, ne? Hier war ich, glaube ich, schon, ne? Ja! Das war erfolgreich, erfolglos. Luft haben wir genug. Das war erfolgreich, erfolglos. Was haben wir hier? Oh yeah! Ein Quarzerl aber, das heißt, ich muss was wegschmeißen. Was mir leicht fällt, da haben wir mal die Säurepilze weg. So zwei tun wir mal weg. Dafür nehmen wir das Quarzerl mit. Sehr nice, wir haben ein Glas, glaube ich. Jetzt, ja? Säurepilze. Hui. Ah. Du Heilige. Da haben wir noch ein Quarzel. Sehr gut. Ich habe keinen Platz mehr. Essen. Na, dadurch vorher noch einmal Säurepilz weg. Für den Fall, dass wir noch ein Quarz finden. Das wäre nämlich ganz supi. Was hat's denn ihr? Habe ich euch eigentlich schon gescannt? Geht nicht. Habe ich dann wahrscheinlich schon gemacht. Hier war ich gerade, ne? Hier unten vielleicht noch was? Nein. Dann gehe ich mal Luft holen. Supi, wir haben drei Quarz gefunden, glaube ich. Oder zwei zumindest. Zwei. Einen hatte ich schon mit. Wäre echt cool, noch einen zu haben, weil ich brauche zwei pro Glas. Ne? Ich kriege aber nur ein Glas raus. Ne?
Unes Momentes, per favore. Da. Das da? Nein. Wie geht das mit dem Glas? Da. Zwei Quarz, ein Glas. Das ist Pfui. Aber besser als nix. Ich schau mal hier, ob ich da was schon von hier oben sehen tu. Ja. Aber ich glaube nicht. Hier haben wir auch nur Metallschrötchen, ne? Ja, ja. Das braucht man nicht unbedingt. Hier haben wir ein Monsterei. Zack. Geh kaputt. Wieso geht das nicht kaputt? Das andere ist wohl zerstört worden. Hoi, lecker! Das ist unzerstörbar. Unzerstörbares Ei. Sachen gibt's. So. Aha. Packe ich gleich mal meinen Seegleiter aus, wollte ich sagen. Ja, ja. Aha. Bringt mir nichts. Ich habe keine Batterie mehr. Sehr gut. Sehr gut. Da vorne ist ein Quarz. Yippie. So, jetzt sind wir voll, ne? Ja. Sollte jetzt aber für den Augenblick genügend Quarz sein, dass wir dann schön langsam unser Maschinska bauen können. Maschinska, Maschinska. So. Dafür muss ich jetzt einmal zurück. Und zwar dahin. Das Doofe ist, ich habe jetzt leider keine Batterie. Kann ich jetzt eine herstellen? Ich glaube nicht. Na, für das brauche ich einen Fabrikator. Ich baue mir schnell eine, oder? Kupfer habe ich eh. Dann spiele mich schnell nach Hause, baue mir eine Batterie und dann können wir mit dem Gleiti wieder fahren. Dann sind wir wieder um einen Tick schneller. Dann kann ich mir auch gleich das Glas herstellen, dann hätten wir wieder Platz. Ja, das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Und was zu essen wäre auch nicht schlecht. Na, Glubschi. Du bist mein, hoffe ich. Komm, komm, komm. Da. Nee. Dann halt nicht. Wir sind ja noch nicht am Sterben. Geht. So, zack. Schnell bauen. So, Fabrikator. Ich brauche Glas. Ja, da kriegt man echt nur ein Glas raus. Oh, das ist echt wenig. Und ich brauche zwei für das Mobiliar. Glaube ich. Ich glaub mal kurz nach. Wo war denn das? Da unten da. Für das da. Ja, zwei Glas. Schmierstoff und Blei habe ich drüben. Sehr, sehr gut. Jetzt fehlt nur noch die Batterie. Bauen. Energie. Eine Batterie. Bitte. Vielen Dank. Dankeschön. So, dann kann ich jetzt nochmal ein Medikit mitnehmen und wenn wir jetzt eh gleich nach Hause fahren, nehme ich von hier noch das Gold mit und den Kupferdraht und das drum hole ich mir mal ein anderes Mal. Ja, aber jetzt können wir mal unsere Maschinen bauen. Yay! Supi, wir müssen nun zuerst nach Hause. Das ist jetzt da in dieser Richtung. Da hinten ist auch wieder, das war auch eine Insel da hinten, ne? Da hinten, glaube ich, ist auch wieder eine. Meine Güte, wir brauchen so dringend Fahrzeuge, dass das alles ein bisschen flotter geht. So, auf jeden Fall eine Batterie. So. Und Getcha. Wir sind schon dahin. Das lief ja mal tadellos, ausnahmsweise. Sehr, sehr gut. Nein. Ich hoffe nur, dass diese Energiezelle weniger Verbrauch hat als wie die Batterie. Also quasi, dass sie ums Vierfache länger hält wie so eine Batterie, ne? Das wäre cool. Also müssen wir uns ständig so einen Graffel bauen. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen Sinn und Zweck dahinter, ich weiß. Nichts hält ewig, aber so ein Fusionskern wäre schon praktisch. Dann hast du unendlich Energie. Ne? Das wäre schon cool. So, noch ein Stück. Nee. Ja, servus. So. Essen farmen hilft mir jetzt gar nichts, weil ich habe gar keinen Platz. Ich muss nach Hause dringendlichst.
Ja, und muss mir noch dringender endlich mal diese Maschine bauen. Dann können wir auch wieder zurückfahren zu dieser einen 320 Meter tiefen Rettungskapsel. Vielleicht werden wir da nicht so schnell beschädigt von diesem Meeresungeheuer. Und können dann scannen, was dort so ist, weil wir da natürlich auch mehr Luft haben. Ich bin gespannt, ob wir hier jetzt dann die Upgrades auch noch reinbauen können, die wir gefunden haben. Es ist schon wieder so finster, ja. Ja, es ist wieder ein FPS. Ich weiß nicht, warum das. Ich nehme mal an, das hat was damit zu tun mit dem Laden. Ich habe keine Ahnung. Aber wenigstens sieht man unser Haus schon von der Weiten. Das ist super. Ich möchte halt wirklich gern nach oben auch vor allem bauen. So wie in so ein Hochhaus vielleicht in der Richtung. Dass wir vielleicht da oben auch rausschauen. Mal schauen, ob das hässlich wird oder ob es passen könnte. Schauen wir einfach mal. Ich muss zuerst rein. Ich muss mir zuerst die Spiele. Ja, bis gehörst ja was. Ich muss zuerst mal was lagern. So. Alles, was geht. Das esse ich jetzt besser alt. Ja, den Klubsch muss ich essen. Ist der jetzt da gefangen? Gekocht. Den esse ich gleich weg. So. Habe ich jetzt hier irgendwas lebensmitteltechnisch? Na. Gut. Trinken muss ich unbedingt. Zum Wohl, ihr Lieben. So, dann brauche ich hier mein Schmierli. Ich brauche mein Blei. Und das soll es gewesen sein. Ich habe alles beieinander, alles grün. Ich gehe jetzt da. Es ist dunkel. Ich soll noch warten, bis es hell wird, hä? Ist besser, oder? Damit man das besser sieht. So ein Tag-Nacht-Beschleuniger wäre auch super. Also ein Bett. Vielleicht, wo man das optimieren könnte. Dann könnte ich ja mal gleich glubschen. Ne? Also die Seemotte ist jetzt schon einmal gesichert. Was könnten wir noch bauen? Den Laserschneider habe ich schon. Das wäre noch cool. Lichtstab und Stasegewehr. Aber der Laserschneider ist schon super. Damit können wir dann als nächstes wieder zu Aurora zurückgehen, wenn wir genügend Feuerlöscher dabei haben. Und dann können wir uns dort mal wieder ein bisschen umschauen. Weil die sind eh fix gebaut. Dann nehmen wir ein paar Ressourcen mit, ein bisschen was Gekochtes, ein bisschen Wasser, dass wir auch richtig gut überleben. Würde ich sagen, und dann passt das schon. Genau, was könnte man denn noch bauen? Bis es Tag wird, kann ich ja ein bisschen. Ich hoffe, die Zeit vergeht so, während ich hier schaue. Können wir uns hier ein bisschen umschauen? Eine Kameradrohne. Eine steuerbare Kamera. Aber wahrscheinlich, wenn du jetzt in die Höhlen reingehst, ne? Scannerraumerweiterung. Ach, so ist das gemeint. Entschuldigung. Scannerraum, natürlich. Was brauche ich denn hier für Titan, Kupfer? Ah, das ist leicht. Das haben wir hier eh alles da. Das könnte ich gleich bauen, ne? Eigentlich. Hoppala. Ne, könnte ich ja wieder mein Konstruktionsdingens auspacken. Ich werde aber nichts riskieren und werde schon mal das Glas. Aber ich brauche sie nur hinstellen, ne? Ist ja eigentlich wurscht. Da passiert normal nichts. Weil das Glas ist jetzt zu wertvoll, dass ich das jetzt verschwenden dürfte. Und da Wasser nehme ich mal mit. Weil ich merke schon, ich bin sehr durstig. Ich glaube, das trinke ich gleich. Ja, ist besser. Den Scannerraum möchte ich bauen, weil ich bilde mir ein. Den habe ich jetzt noch nicht so, ne? Achso, ich habe ja auch nur einen Ausgang momentan, ne? Ich habe noch keine zweite Luke gebaut. Oh, hoppala. Weil ich schlau bin. Dum, 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 dum. So, da verlassen wir mal die Basis. Das könnte ich jetzt nebenbei machen. Und zwar, da herüben wäre schön, so einen Scannerraum zu machen, ne? Hier eigentlich. Wo haben wir denn das drum? So. Und zwar, einen Scannerraum. Geht das so? Aha, das geht das nicht so? Warum? Bin ich wahrscheinlich zu nah an irgendwas. Aha, hier wird's gehen. Hier ist so oben, tatsächlich? Das muss so weiter. Hä? Echt? Das muss so hoch oben sein?
Okay, dann muss ich zuerst was anderes bauen, und zwar eine vertikale Verbindung. Habe ich nur das eine? Kann ich das hier so in der Mitte? Schaut das doof aus, ein bisschen, ne? Kann ich das hier auch so machen? Tatsächlich. Ja, hier wäre es schon schön, oder? Ein bisschen so am Rand. Nicht unbedingt ganz in der Mitte. Wobei praktischer wäre es schon, ne? Aber dann brauchte ich eine Leiter und das ist da ein bisschen doof. Da kann ich hier eher eine Leiter anbringen. Funktioniert das wirklich so? Das schaut jetzt nicht so aus, als wenn das verbunden wäre. Brauche ich da vielleicht noch was? Verstärktes Fundament. Wäre das wahrscheinlich hier unten drunten gewesen, ne? Schätze ich mal zum Draufstellen besser geeignet, ne? Ach, brauche ich normal auch nicht. Und hierauf wollte ich den Scannerraum machen, ne? So. Was brauche ich jetzt hierfür? Titan brauche ich hier nur. Das hätte ich sogar mit. Ich brauche Luft. Holt das. Schnell Luft holen, Entschuldigung. Hier wäre auch Kamotten noch eine. Da drüben wäre vielleicht, oder hier drüben, noch eine Luke einzubauen. Oh, es ist Tag. Moment, das machen wir gleich, wenn ich schon mal hier bin. So, ich klettere jetzt. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Ehrlich, ich schwöre. Halt. Aber dann kann ich die gleich ein bisschen weiter hier drüben platzieren. Wo ist unser Haus? Hier. Hier so ungefähr. Da machen wir sie hin. So. Zack. Kletter, kletter. So. Während wir auftauchen. Hui. Langsam. Wird dann ja noch schlecht. So, ich möchte bauen. Und zwar die Seemotte. Wasser- und Weltraumfahrzeug für eine Person. Und der Zyklop ist wahrscheinlich so eine Mehrdingens. Also den bauen wir jetzt mal. Ja, aber nicht, wenn so viele Viecher da sind. Batsch. Jetzt weiß ich auch, warum das nämlich hier oben ist. Nice, wir haben die Seemotte. Hallo, du schönes Ding. Kann ich gleich so einsteigen? Tatsächlich. Yay! Oh, wie cool. Oh, wie cool. Wow. Okay, ihr habt jetzt recht, muss ich schon sagen, gell? Es ist schon cool. Und da unten kann ich jetzt die Features einbauen, oder wie? Darf beim Verlassen mit E, da unten sind so vier Knubbel. Kann ich da dann quasi die Upgrades machen, oder was? Schau, Temperatur. Energie 100. Okay. Okay, wir sind da, glaube ich, sehr viel schneller. Das ist nice. Das ist cool. Ich freue mich gerade. Reparieren? Aha, reparieren. Kann ich das dann von. Ich hoffe, das kann ich von selber machen, wenn ich dieses Reparaturwerkzeug dann benutze. Wenn es echt Schaden nimmt. Ja, supi geilo. Rettungskapsel 19, 300 Meter tief. Hehe, sieht das alles nichts Problem mehr. Nix Problem. Super geilo. Jetzt will ich nur noch eines machen. Ich muss noch mal kurz aussteigen. Okay, die ist sehr viel schneller, glaube ich. So, also mal aussteigen. Mit E. Nice. Also wirklich ein schönes Auto, ha? Das hat nicht jeder. So, ich muss meine Taschen ausleeren, weil wenn ich dann jetzt dann siedeln möchte, hin und her, das wird jetzt echt zackig gehen. Dann brauche ich Platz. So, hier bauen wir mal, hier legen wir mal das Titanium rein. Den Rest zwecksentfremde ich mal diesen Spind. Ah, warte. Halt. Nix da. Wie machen wir das jetzt gleich effizienter? Ich bin jetzt zu doof. Ich kann gleich den Scannerraum da drüben bauen. Dafür brauche ich. Wo ist denn? Titanium. Das haben wir da drüben. Da brauche ich nämlich einen Haufen. Zack, zack, zack. Da kann ich gleich mitnehmen. So, ja, das passt schon mal. Hier, den Pan lasse ich mal da. Warte, warte. Hä? Das war der. Achso. Medi-Dings. Warte, warte. Ich brauche für den Scannerraum Kupfererz und Tischkoralle. Habe ich hier noch Kupfer? Ja.
Und Tischkoralle habe ich auch. Ich nehme gleich zwei mit. Wird das passen? Ich hoffe. Scannerraum habe ich alles. Sehr gut. Und dann nehme ich noch ein bisschen Titanium mit. Zack, zack. Zwei brauche ich fürs Real. So, jetzt kann ich da normalerweise schon bauen. Mein Konstrukteursblabla. Kann ich da schon rauf? Geht das so? Oder muss ich von außen unbedingt? Ich muss unbedingt von außen das machen. Hier geht noch was. Zweimal Glas. Glassegment. Ich habe das nicht. Ich habe nichts. Dann können wir uns da gegenseitig anschauen. Da drüben. Servus. Na, wenn ich das schön baue. Oh, Mittagessen. Hallo, Glubschi. Danke, Glubschi. So. Also, bauen wir mal das da drüben. So. Jetzt will ich wissen. Tatsächlich, es verbindet automatisch. Okay. Dann den Scannerraum. So. Und. Zack. Tada. Jetzt habe ich das auch mal geschafft, ihr Lieben. Jetzt braucht sie nichts mehr motschkern. Jetzt habe ich das auch hinbekommen. Ist ja erstaunlich, oder? Ist ja erstaunlich, was die Zocki hinkriegt, wenn sie möchte. Hier wäre eine Luke nicht schlecht, oder? Nochmal so ein Räumchen dazu, oder? Oder? Ich würde schon sagen, hä? Nochmal sowas dazu bauen. Hier, geht das so? Da so? Ah, das kann man so auch bauen? Ah, das ist aber auch interessant. Na, da warte mal, dann möchte ich gern das da oder das da. Das probieren. Kann ich das auch wenden? Geht das, dass man das drehen kann? Das geht nur so. Ah, wohl. Mit dem Mausrad geht das übrigens. Sehr gut. Ich weiß, ich brauche hier Glas, aber es wäre halt... Oder ist es nicht schön? Na, ist eigentlich gar nicht schön, ne? Kann man wegreißen. Mit Quee, glaube ich, ne? Halt. Warte. Brauche ich schon wieder Luft? Ja. Warte. Das machen wir mit dem da. So. Da fällt mir... 30 Sekunden. Ja, das ist gut. Das gefällt mir gut. Dann kann ich davor nämlich noch so eine Luke machen vielleicht. Ich gehe mal schnell Luft holen. So. Dann wäre gut, wäre so eine Pflanze roden da vorne eigentlich. Hey, cool, wir haben eine Seemotte. Ich freue mich. Und dann könnte ich hier, ne? Dann baue ich da nichts mehr dazu derweil. Hier herüber. Braucht es länger. Erstmal da vorne vielleicht. Dann könnte ich hier noch eine Luke machen, ne? Also, oder vielleicht noch sowas dazu machen. Sowas. Geht das? Habe ich noch Titanium? Normal schon. Jawohl. Und da jetzt davor so eine Luke dazu. Was brauche ich da? Quarz und... Okay, dann doch halt keine Luke noch. Da ich da Quarz und Titan brauche, das habe ich nicht. Titan schon, aber Quarz nicht. Und dann hier eine Luke rein, ne? Und dann zack, zack. Und dann geht man hier rein und passt. Dann haben wir zwei Eingänge. Oder ich mache das nochmal verwinkelt. Dann hätte ich hier aber gleich eins mit Glas machen können, eigentlich. Warte mal, habe ich kein Glas. Mir fehlt Quarz. Vielleicht kriegen wir da mit der Seemotte dann was hin. Mm. Weil dann habe ich mir gedacht, könnte man vielleicht noch so, ne, dass man so ein bisschen Zickzack hat. Oh, schaut das doof aus. Halt, das will ich nicht. So, ne? Und hier nochmal länger und dann kann man hier rein. Weil vielleicht mache ich hier dann auch die Dockingstation, die Andockstation für unsere Maschinen. Das wäre cool irgendwo, ne? Irgendwie. Dann wäre es aber fast schöner hier. Warte. Dann wäre es fast schöner hier mit Glas zu arbeiten. Hier dieses Glasdingens zu bauen. So, dann hat man hier ein bisschen ein Glas. Da sieht man da auch ein bisschen was, glaube ich, ist besser. Dass man auch ein bisschen Licht drinnen hat, ne? Wie auch... Ja, weil... Ich glaube, das geht. Und dann nochmal. Ja, ich spinne mich gerade aus. Ich darf das. So, ne? Das können wir schon... Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Oh mein Gott, sehr viel. Ja, ja. Schnell, Luft. Ich habe die schon wieder übertrieben.
Das eine drum kann ich schon bauen und beim anderen brauche ich halt noch Quarz unendlich viel. So, das kann ich schon mal bauen. Glaube ich. Also ich habe keinen Titan mehr mit, ne? Nein, Titan ist aus. Oh no. Dann gehen wir schnell eins holen. Weil ich muss dann ja drinnen noch die Leiter bauen. So. Rein. Servus. Welcome aboard, Captain. Ja, dankeschön. Oder ich mache das da draus. Wenn ich hier schon aus Glas habe, könnte ich hier ja auch nochmal aus Glas machen. Das wäre schöner. Ja, ich spinne gerade. Ich kann nichts dafür. Man hat hier halt einfach sehr viele Möglichkeiten. Also schlecht ausschauen tut es, glaube ich, nicht. Warte, dann muss ich noch schauen hier. Dum, 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 dum. Hier muss noch irgendwie eine Leiter rauf, oder wie das geht, ne? Da. Muss dann jetzt sowas noch her? Oder muss da eine Luke her? Nee, oder? Wie kriege ich jetzt hier eine Verbindung hin? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Fällt auf, ne? Ja. Ja. Ich dachte mir, das wird dann automatisch mit einer Leiter hier, ne, verbunden. Aber da bin ich scheinbar auf einem falschen Dampfer. Was haben wir hier? Ach so, eine Verstärkung. Weil da dachte ich mir, ne, da kann ich hier dann so hoch. Jetzt habe ich einen Scannerraum, den ich nicht betreten kann. Das muss mir auch mal wer nachmachen, oder? Jetzt muss ich erst wieder raus. Das kaputt machen und das anders versuchen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte wirklich, das würde klappen, aber da war ich wohl auf dem Holzweg. Oder muss ich da was anderes? Vielleicht muss ich hier tatsächlich eine Luke machen. Aber der will eh nicht zurecht. Vertikale Verbindung. Das müsste aber schon sowas sein, oder? Tauchdock, genau, das wollte ich auch noch. Das ist ja nur... Ich möchte es jetzt nicht kaputt machen. Ich dachte echt, das geht besser. Vielleicht habe ich da auch nur was falsch verstanden. Aha, jetzt geht's ja nicht mehr. Warte, dann probiere ich das hier nochmal zu zerstören. Das hat zum Glück kein Glas gekostet. Ding, 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 ding. Zum Glück kriegen wir die Materialien wieder zurück, ey. So, dann probiere ich das anders. Dann probiere ich den Scannerraum. Okay, hier will er auch nicht. Warum nicht? Nicht zu nah? Hier würde er wieder wollen. Aha, vielleicht muss ich hier noch so ein dazu bauen. Und jetzt? Hä? Kommt da einer mit? Das ist nicht normal, oder? Da wird es wieder gehen. Ja. Das ist ein bisschen mysteriös, echt. Da bin ich jetzt überfragt. Da habe ich jetzt echt gedacht, das geht besser. Mit diesem Verbindungsstück. Aber da war ich wohl... Ich bin auch nicht sicher, ob wir jetzt vielleicht echt eine Luke machen müssen. Wäre auch ein bisschen komisch. Hier und da, ne? Eine Luke.
ausgeschaut hätte es halt cool irgendwie, ne? Ich tue das nochmal weg. Vielleicht will der ja lieber mit Glas. Nee. Auch nicht. Hä? Was stimmt nicht mit dir? Du komisches Baudings. Passt dir denn gar nichts? Das ist echt nicht normal. Das muss man echt sagen. Das ist echt nicht normal. Hallo? Das reiße ich jetzt auch mal noch mal kurz weg. Hä? Muss ich das verstehen? Mit dem hätte es geklappt. So. Und dann obendrauf das. So hätte es funktioniert. Aber das Problem ist, ich krieg hier keine Verbindung. Also das Deck hier geht nicht auf, ne? Ich probiere es jetzt nochmal zu bauen, aber das ist echt richtig komisch. Achso ja, zuerst Luft holen, jawohl. Das ist echt komisch. Vielleicht darf ich das auch nicht betreten. Das könnte auch sein. Vielleicht ist das kein Raum zum Betreten, was ein bisschen komisch wäre. Sondern wirklich nur, dass der automatisch was sendet. Vielleicht ist es auch nur mit das von, also von außen betretbar. Geht das? Könnte das sein? Dass das tatsächlich nur von außen betretbar wäre? Seek fluid intake. Aha, jawohl. Hoppala. Oh, ich hab nichts. Ich muss dringend rein. Das könnte nämlich auch sein. Das ist einfach nur so, damit es höher steht. Und ich muss das auf einer anderen Weise betreten, vielleicht. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, dann mache ich das noch schnell weg. Das wäre eine Möglichkeit. Da müsste ich von da hinten irgendwie so ums Eck. Das könnte sein. Dann werde ich das hier auch mal wegmachen. Hier haben wir noch Glasker. Jawohl, das ist auch noch. So, ich muss jetzt mal schnell... Ich brauche mal schnell was zu saufen. So. Guten Tag. So, einmal Wasser bitte. Zum Wohl. Und... Ach du Heilige, ich muss meinen Klubscher noch kochen. So, bitte. Mein Essen. So. Und ich muss mal Wasser machen, ne? Also Salz, das und das, glaube ich, war das, ne? Also Fabrikator, Dingsbums und das. So. Und Wasser. So. Passt. So, jetzt haben wir mal versorgt ein bisschen. Also Mahlzeit und Prost. So. Das ist echt unglaublich. Ein bisschen Titanium brauche ich. Nehme gleich mal ein bisschen mit. So, ungefähr. Jetzt habe ich hier wieder Platz drin, oder? Mhm. Da kann ich das reinschmeißen. Das von mir aus. Gut. Das ist... Oh, der Part ist zu Ende. Hui, ja, Karament. Ja, der Part ist zu Ende. Und ich glaube, das hier ist einfach nur eine Anhöhe. Das ist gar keine Verbindung. Das ist einfach nur, damit es höher steht. Was cool ausschaut. Und ich glaube, reingehen müssen wir dann quasi von da hinten aus irgendwie... Das muss ich noch testen, weil dann könnte ich das noch ein bisschen rüberbauen
und könnt da einen schöneren Gang vielleicht machen. Sehen wir dann eh. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!